So. Nachname? Hope. Hope. Vorname? Daniel. Geburtsort? Durban, Südafrika. Nationalität? Irisch-Deutsch. Aktueller Wohnsitz? Berlin. Erlerntes Instrument? Violine, Klavier und Saxophon. Vermögen? Definieren Sie Vermögen. Wie viel? Eine ganze Menge. Schon Millionär? Nein. Gut, Daniel. Erster Vorwurf. Kleiner Dieb. Daniel, du sollst als Zweijähriger im Haus von Menuhin dem berühmten Cellisten Rostropowitsch versucht haben, seinen Cello-Stachel unten am Instrument zu klauen. Warum nicht das ganze Cello gleich? Ja, zu klauen war es nicht, sondern ich fand das faszinierend, dass es einen Stachel gab. Und als er das dann erstmal langsam rausgezogen hat, fand ich das faszinierend und ich wollte dasselbe machen. Und dann, als er gespielt hat, ging ich an diese kleinen Lever und habe das dann gemacht und versucht, das wieder reinzutun. Und das hat er nicht gemerkt und ist nach vorne gefallen. Und das fand ich damals relativ witzig, ist im Nachhinein nicht besonders witzig gewesen. Aber weißt du, ob es da Ärger gab? Nein, weil Rostropowitsch war, er liebte Kinder, hat sich totgelacht. Aber meine Eltern fanden das nicht witzig. Nächster Vorwurf, heimlicher Toilettenüber. Als Kind, schuldig. Als Kind warst du sehr aufmüpfig. Du hast als Achtjähriger das Violinkonzert von Mendelssohn geübt, heimlich, im Bad, in der Toilette. Welche Werke hast du sonst noch gespielt dort? In dieser Toilette nur, nur den ersten Satz von Mendelssohn. Weiter kam ich nicht, weil ich wurde von verschiedenen Lehrern und Studenten gepetzt. Und musste dann gleich zum Musikdirektor, wo ich dann eine Standpauke erhalten musste, was mir einfallen würde, Mendelssohn heimlich zu üben und dann auch noch im Badezimmer. Aber warum? Was ist das Problem? Das Problem laut dieser Schule war, dass ich eigentlich was anderes spielen sollte, nämlich Bach-Konzert. Und nach einem Jahr war ich frustriert und wollte unbedingt was anderes machen, nämlich Mendelssohn. Damals durfte ich nur den ersten Satz vom Bach-A-Moll-Konzert spielen, das ein ganzes Jahr lang. Und als Achtjähriger, irgendwann reicht es dann einfach. Weil du es nicht gekonnt hast? Oder warum immer nur den ersten? Hauptsächlich, weil ich es nicht konnte. Und zweitens, weil einfach da kein richtiges System war, wie man mit Kindern Musik macht. Sondern man musste einfach selber üben, selber was tun. Und das hatte ich mit 8 bisher noch nie gemacht. Und deshalb bin ich komplett gescheitert. Notfalls übst du auch im Flugzeug? Ab und zu, ja. Ja. Ist es nicht unheimlich eng auf der Toilette im Flugzeug? Ich übe nicht auf die Toilette. Heutzutage gibt es diese Türen, die man zumachen kann. Und da ich wirklich ständig im Flugzeug bin, habe ich ungefähr 2,5 Millionen Meilen. Das heißt, ich kann sie immer einsetzen. Und man kriegt manchmal ein Upgrade zu dieser First-Class-Kabine. Und da kann man die Tür zumachen. Und da habe ich tatsächlich einmal auf einer Emirates-Maschine über 8 Stunden lang geübt mit Dämpfer. Das war eine fantastische Art und Weise, einen langweiligen Flug zu vergessen. Nächster Vorwurf, Daniel, Humorlosigkeit. Oh ja. Vor einigen Wochen kursierte ein sogenanntes Shred-Video von dir im Netz. Wir können es leider nicht zeigen, es wurde aus dem Netz entfernt und selbst das Bundeskriminalamt kommt nicht mehr ran. In diesem Video haben die Macher die Tonspur eines Konzerts von dir verändert und dir billige Witze und sehr mieses Geigenspiel drunter gelegt. Ich kann ja über sowas lachen, du nicht? Gegen einen Shred an sich habe ich absolut nichts. Also da würde ich auch nicht sagen. Das Problem war für mich, ich kriegte dann am zweiten Weihnachtstag, an dem Tag, wo das auch hochgeladen worden ist, Nachrichten von Freunden, ich sollte was ganz schnell anschauen, einen Link. Mein Sohn saß auf meinem Schoß und das Erste, was er sah, war sein Vater, der dann über Exkremente, über Genitalien, über sexuelle Handlungen gesprochen hat. Eine Stimme auf Deutsch mit englischem Akzent. Also es war so gut synchronisiert, dass es fast echt aus. Absolut. Also derjenige saß sicherlich Tagen, wenn nicht Stunden oder Wochen dran. Um das war schon gut gemacht, aber eben zu weit unter der Gürtellinie. Es ging mir zu weit und deshalb habe ich so reagiert. Und
dank meiner Anwälte konnten sie es auch stoppen, weil er es sozusagen nicht rausgenommen hat. Das war der Punkt. Du kannst uns ja mal seine Kontaktdaten geben. Dann lassen wir ihn mal abholen. Nein, wir haben uns dreiviertel Stunde unterhalten, also persönlich, face to face. Wir haben uns ausgesprochen, er hat sich entschuldigt, ich habe es angenommen. Für mich ist es vorbei. Ich finde nur, man muss sich nicht alles gefallen lassen. Nächster Vorwurf, extreme Instrumentenliebe. Daniel, du nimmst deine Geige überall hin mit, wobei jetzt gerade ist sie, glaube ich, nicht im Raum. Kennt dich deine Geige besser als deine Frau? Nein. Ganz sicher? Ganz sicher. Wenn sie sprechen könnte, würde die Geige Dinge von dir erzählen, die dich in große Schwierigkeiten bringen würden? Ja, wahrscheinlich schon. Weil wenn du auf ein solches Instrument spielen darfst, also Guarneri de Gesù, gehört zum Besten, was es gibt. Nummer eins, du hast keine Ausrede mehr. Also wenn irgendwas, wenn du einen schlechten Tag hast oder du schlecht spielst oder irgendwas. Die Geige war es nicht. Die Geige war es ganz sicher nicht. Und sie hat natürlich auch diese Momente mitbekommen, wo irgendwas los war. Wir sind alle Menschen, man gibt das Beste und hofft auf das Beste. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Aber sie weiß ganz genau, wie sie klingen soll. Und da musst du versuchen, das Beste herauszuholen. Also aber zum Glück schweigt sie. Sie bringt immer Leistung. Sie bringt immer Leistung. Du bist derjenige, der kämpfen muss manchmal. Nächster Vorwurf, Kinderstar. Da haben wir auch ein Beweisstück. Daniel, deine größten Groupies sind keine Fashion-Damen, sondern Babys im Alter von bis zu einem Jahr. Für sie gibst du nämlich in Zürich regelmäßig sogenannte Schnuller-Konzerte. Ja, schuldig. Wie machst du denen klar, dass lautes Brüllen, Krabbeln und Kacken im Konzertsaal später nicht möglich ist? Diese sogenannten Nuggi-Konzerten, also wir nennen sie Nuggi, weil Nuggi ist Schnuller auf Schweizerdeutsch, die gibt es seit 10 Jahren. Die Eltern kriegen ein tolles Stück und die Babys können machen, was sie wollen. Und das Tolle ist, ich würde sagen, sagen wir, 100 Babys, sicherlich 30, 40 krabbeln zu uns und sind dann bei uns, unter unsere Füße, schauen hoch, sind einfach fasziniert von Musik. Aber du bist noch nie auf eins draufgetreten? Ich habe, sehr vorsichtig natürlich, musst du sein, weil die sind überall, die sind tatsächlich unter deine Beine und so. Aber die Eltern natürlich passen auf und am Anfang, die Eltern wollen sie stoppen, dass sie zu uns krabbeln. Und dann merken die, nein, es ist okay, es ist alles erlaubt. Und ich glaube, in einem Konzertsaal eine solche Atmosphäre zu finden, musst du erst mal suchen. Wenn das schon 10 Jahre läuft, dann müssten jetzt ja eigentlich die ersten Jugendlichen in den echten Konzerten sein. Sind die da? Also ja. Waren die schon als Babys da und sind die jetzt dann in euren normalen Konzerten? Ob es jetzt tatsächlich wirklich die sind, kann ich jetzt nicht sagen. In einer Gesellschaft, wo Musikunterricht zu 90% gestrichen wird von der Tagesordnung in ganz Europa, ich finde es unsere Pflicht zu versuchen, Musik an Kinder zu bringen, auf irgendeine Art und Weise. Und sei das über Rhapsody in School, was Lars Vogt macht, oder jedes Kind ein Instrument, oder diese Nuggi-Konzerte. Live Music Now. Live Music Now. Viele machen was. Und ich finde, wir müssen irgendwie was tun, um das zu unterstützen. Jetzt kann es natürlich bei so einem Nuggi-Konzert passieren, dass ein Baby, ja, ein großes Geschäft in deiner unmittelbaren Nähe macht und dann musst du natürlich ganz schnell handeln. Du bist sehr schnell auf der Geige, aber wir wollen mal testen, wie schnell bist du beim Wickeln. Ah, okay. So, los. Go. Okay. Mir geht schon ganz schön ran. Tja, Zeit ist alles. 15 Sekunden. So, alles gut. 1:23. Alles gut. Alles gut, alles gut. Wenn man wahrscheinlich jetzt bei deinem nächsten Konzert lassen die Eltern die Babys absichtlich vorkrabbeln, weil Daniel macht es schon. Dann wickelt er einfach mal 100 Babys durch. Ja. Ich glaube, dann könntest du einen Weltrekorde aufstellen, irgendwann. Wir kommen zum letzten Teil unseres Verhörs, dem Kreuzverhör.
Lieber mit David Garrett zusammen im hautengen Lederoutfit ganz harte Rockballaden geigen oder mit André Rieu im pinken Kleid durch die schönsten Walzermelodien schunkeln? David Garrett. Guinness mit Eis oder Whisky mit Cola? Das ist fies. Das ist beide eine Sünde. Als Ihrer kann ich das absolut nicht akzeptieren. Guinness mit Eis. Finnische Sauna mit Clemens, mit mir. Oder romantisches Dinner mit Markus. Markus, wann gehen wir essen? Gut, vielen Dank. Die Sache mit dem Cellostachel ist verjährt, denke ich. Als Zweijähriger noch nicht strafbar gewesen. Habe ich Glück gehabt. Humorlosigkeit, ja gut. Da müsste man jetzt abwarten, was dann in nächster Zeit kommt. Für Kinder spielen ist halt einfach zu gut. Ja, damit kommst du immer durch. Kinder und Tiere. Ne? Und er kann auch wickeln. In 1,23 die ganze Nummer. Okay, Daniel, du bist doch mal an der Untersuchungshaft vorbeigekommen. Hier noch eine eidesstattliche Erklärung, bitte. Ich versichere bei Eide, alle Fragen der Wahrheit entsprechend und so weiter beantwortet zu haben. Mhm. Bitte einmal unterstreichen. Gut, dann vielen Dank. Dankeschön.